Heute habe ich euch eines meiner absoluten Highlights dieses Jahres mitgebracht und ich bin super glücklich, dass ich dieses Buch besitze. Und zwar ist es von Tim Burton, Das traurige Ende des Austerjungen und andere Geschichten. Ich halte euch das hier mal her. Ja, Tim Burton dürfte den meisten von euch ein Begriff sein. Er ist ein absoluter Kultregisseur. Ihm verdanken wir so wunderbare Filme wie Nightmare Before Christmas, Mars Attacks, Big Fish, Sleepy Hollow und ja, Charlie und die Schokoladenfabrik, Corpse Bride und so weiter. Wer mich kennt, weiß, ich bin ein absoluter Tim Burton-Fan und ich habe alle seine Filme. Ich mag seine Kunst unheimlich gerne. Er hat ja damals angefangen bei Disney als Zeichner. Er hat zum Beispiel bei Cup und Kappa mitgezeichnet. Wer hätte das vermutet, von Tim Burton? Ja, aber so fängt halt jeder einmal klein an. Und ich glaube, in seiner Heimatstadt, also in Burbank, gibt es immer noch Müllwagen, die ja, mit seiner Illustration oder mit einem Bild von ihm durch die Gegend fahren, weil er da mal bei einem Wettbewerb mitgemacht hat. Und er hatte halt den Preis gewonnen. Und das wurde dann halt auf die Müllwagen gedruckt. Ja, Tim Burton hat also wunderbare kleine Gedichtchen geschrieben und eines meiner Lieblingsgedichte, und ich liebe die beiden eigentlich, das sind Stöckchen und Zündhölzchen und ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Und ich lese euch das jetzt einfach mal dazu vor. Verliebt. Stöckchen war in Zündhölzchen verliebt und zwar richtig dicke. Schön, dass es das gibt. Er liebte ihre schlanke Gestalt. Zündhölzchen ist heiß, mit der werd ich alt. Sagte sich Stöckchen, buchstäblich in Brand, schon schlugen ihm Flammen aus Herz und aus Hand. Doch kann solches Feuer der Zeit widerstehen, nicht allzu lang, leider, ihr könnt es ja sehen. Ja, und das ist halt so die Art, die ich absolut mag. Ich liebe seine Zeichnungen. Also Tim Burton ist für mich das Absolute an Kreativität. Ich mag ja dieses Skurrile unheimlich gerne und er gehört auch mit zu meinen Lieblingsfiguren von, ja, von Mr. Tim Burton. Und zwar ist das Toxic Boy oder er heißt jetzt im Deutschen der giftige Roland und er ist ein richtig süßes Kerlchen. So, und hier gibt es also wirklich, ich muss es einfach noch zeigen. Ja, diese kleinen Gedichte sind wunderschön, die Illustrationen von Tim Burton, er hat auch die Texte dazu geschrieben, für jeden Burton-Fan sicherlich ein absolutes Muss. Für mich jetzt einer meiner absoluten Schätze, ein Buch, das ich absolut nicht mehr missen möchte. Und ja, ich kann es euch nur ans Herz legen, wer Tim Burton genauso gerne mag, sollte sich dieses kleine, aber absolut feine Büchlein auch einmal genauer anschauen. Ja. Bei mir hat es jetzt jedenfalls einen absoluten Ehrenplatz im Bücherregal und es steht griffbereit und immer so, dass ich es auch sehen kann. Und ich werde es mit Sicherheit noch ganz, ganz oft in die Hand nehmen und mich an diesen kleinen Zeichnungen und diesen ja teilweise doch recht bissigen oder auch teilweise ja vielleicht nicht ganz netten kleinen Gedichtchen köstlich amüsieren.